Der Wahl gibt es heute ein amerikanisch-kanadisches, dominik-republikanisches Freundschaftsfest mit einem Softballturnier. Und wir haben uns angemeldet, mitzuspielen. Also wir werden entweder den Kanadiern oder den Amerikanern ihren großen Tag damit versauen, weil wir haben gar keine Ahnung, wie das läuft. Okay. But if it goes and hits in the air, foul, it's foul. Okay. A foul ball can be caught for an out. So if your guy gets over there and catches a foul in play, it's still an out. Mm-hmm. Chris, are we playing? They're going to be interesting. Ist das für ein Spiel? Mensch, ärgere dich nicht. Wir können fast die Uhr danach stellen. Einmal im Jahr gibt unsere Seewasserpumpe den Geist auf. Die Dichtungen, sie reißen. Aber netterweise haben uns Freunde aus den USA ein neues Reparaturkit mitgebracht. Also ist wieder mal Asum gefragt. Wenn man einmal rausholt, muss man den O-Ring anscheinend wechseln. Guck mal, jetzt ist da schon wieder eine Lücke. Ja, wir haben ja die O-Ringe. Ja. Oder ist das jetzt, wo schon der neue O-Ring drin ist? Wo der neue O-Ring drin ist. Jetzt muss ich den schon wieder wechseln. Warum hast du ihn wieder aufgemacht? Weil ich innen drin was vergessen hatte. Das hier auch gewechselt habe. Das war mir irgendwie jetzt und auch unser Dingi braucht etwas Liebe. Denn es ist mittlerweile wie ein englischer Rasen bewachsen. Also ab zum Strand und das Unkraut beseitigen. Bayla hat mittlerweile ihre 7 Sachen gepackt und wartet darauf, wieder abgeholt zu werden. Die Freude des Wiedersehens scheint riesig. Naja, zumindest einseitig. Und nicht nur Bayla hat ihre Sachen gepackt, auch wir. Denn wir werden einmal nach Deutschland fliegen. Für ein paar Tage. Die Dilly Dally haben wir zu treuen Händen gegeben. An Allison und Miles, die sich hier in Luperon um mehrere Boote kümmern. Die beiden haben eine lange Liste vorbereitet, wie genau wir das Boot vorzubereiten haben. Und bevor wir abreisen, werden wir an Deck noch alles, was nicht nied-und-nagelfest ist, abbauen. Man weiß ja nie, was da kommen wird. Zuvorderst wollen wir natürlich unsere Familien besuchen. Aber wir werden auch ein paar Vorträge halten. 2 haben wir bislang terminiert. Wer also Lust hat, uns persönlich kennenzulernen, der ist jederzeit willkommen. Zunächst sind wir in Schleswig im Schleisegelclub am 24. Juli. Und dann sind wir noch einmal in St. Peter-Ording, 3 Tage später im Yachtclub St. Peter-Ording. Der Eintritt ist natürlich frei und die genauen Daten stehen auch noch einmal in der Beschreibung dieses Videos. Aber jetzt zurück nach Luperon zum Softball-Turnier. Softball, so eine Baseball-Variante. Haben wir leider gar keine Ahnung, wie das funktioniert. Aber da wir kurz nach dem 4. Juli, dem 4th of July, dem amerikanischen Unabhängigkeitstag, und Canada Day, wo wir das gleiche in quasi in Rot für die Kanadier. Der war, gibt es heute ein amerikanisch-kanadisches, dominik-republikanisches Freundschaftsfest mit einem Softballturnier. Wir haben uns angemeldet,
mitzuspielen. Also wir werden entweder den Kanadiern oder den Amerikanern ihren großen Tag damit versauen, weil wir haben gar keine Ahnung, wie das läuft. Wissen aber, dass wir wiederum laufen müssen. Und dann schauen wir mal. Azum spielt für USA, ich spiele für Kanada. Naja, auf alle Fälle wird es gleich, glaube ich, sehr. Wir haben jetzt gerade, keine Ahnung, 8:30 oder so, eine Bulle heiß. Auf so einem Spielfeld stehen. Haben wir einen Sonnenschirm, den wir mitnehmen können? Ja. Wäre vielleicht gar nicht mal doof. Ich hoffe mal, dass die Kollegen aus Kanada das relativ relaxed sehen. Dann schauen wir mal, wie uns dieses neue Spiel gefallen wird. Um 8:45 betreten wir die Arena, um ein wenig Stadionluft zu schnuppern. Savi, früher bei die Bären sind los. Ja, stimmt. Da lehn dich mal lieber nicht an. Shirts, ja. Bei einem so wichtigen Turnier gibt es natürlich auch die entsprechenden Shirts. Und Azum ist, ganz ohne Hintergedanken, ziemlich stolz, das US-Trikot tragen zu dürfen. Wenn sich Azum da mal nicht täuscht. Denn die amerikanischen Segler sind ziemlich bei der Sache. Und wie bereiten sich die Kanadier vor? Leichtes Ungleichgewicht. Die Amerikaner, alles so halbwegs professionelle Spieler und alle Newbies haben sie zu Team Kanada geschickt. Aber gut. In der Tat, im Team Kanada gibt es kaum Kanadier. Dafür Israelis, Südafrikaner, ich als Deutscher und einige andere Nationalitäten. Und die meisten haben zuvor noch nie Baseball gespielt. Und die Regeln kennen auch nur die wenigsten. Aber die sollen ja ganz einfach sein. Also hören wir mal zu. Because three strikes and you're out. Yeah. Four balls, you walk the first. Okay. After that, if a runner hits it and it's not caught, you can advance to second. But it's a force out. So if the play is to second and you don't beat the ball there, that runner is out. Okay. You can get a double play by throwing there and there and get two outs. But if the ball is hit in the air and caught, that's an out. Okay. The lines that run up the baseline are foul. If it goes after first base, if it stays fair on the left side of first base and then goes foul, yeah, it's still a fair ball. Okay. But if it goes and hits in the air, foul, it's foul. Okay. A foul ball can be caught for an out. So if your guy gets over there and catches a foul in play, it's still an out. Mm-hmm. We're going to be interesting. We just look good and Okay, dann ist ja alles klar und es kann losgehen. Ich rechne mit einem knappen Ausgang dieses Matches. Alles ein bisschen ungerecht, weil man sieht, die Amis haben sogar ihre Kabine im Schatten. Die Kanadier müssen in der Sonne sitzen. Und dann haben sie noch ihren türkischen Glücksbringer, den tanzenden Pflummi. Und das Team USA ist gleich am Schlag. USA too. Das Team USA legt einen ganz passablen Start hin. Aber jetzt sind erstmal die Kanadier am Schlag.
Noch einmal kurz die Regeln abchecken und dann kann es auch schon losgehen mit der Aufholjagd. Aus einem unerklärlichen Grund ist Team Kanada immer einen Schritt zu langsam. Kaspar, ein junger Segler aus Südafrika, spielt an diesem Tag auch zum ersten Mal Baseball oder eben Softball. Und keiner hat ihm anscheinend gesagt, dass man nach dem Schlag den Schläger wegwirft. Also nimmt er ihn mit, wie einen Staffelstab. Aber das Team Kanada hat auch noch ein paar Asse im Ärmel. In den eigenen Reihen, wie im Team USA. Asum ist am Schlag. No emotions. Oh. Immerhin, das lässige Wegwerfen des Schlägers hat sie drauf. Und gerade als das Team Kanada einen kleinen Lauf hat und ein paar Punkte wettmacht, schlägt das Schicksal wieder zu. Der Deutsche muss an den Schlag. Vielleicht hätte ich den Schläger vorher einmal in die Hand nehmen sollen. Denn auch der zweite Versuch geht ins Leere. Aber aller guten Dinge sind ja bekanntlich drei. Den Ball zwar getroffen, aber trotzdem vergebene Liebesmüh. Der Pitcher hat ihn gefangen und damit ist das Spiel dann auch bald beendet. Immerhin ab 1. Ich wusste immer gar nicht, warum. Doch, doch. Nee, nee. Wir sind fertig, glaube ich. Aber ich sage ja, wir wissen nicht mal, wer. Ich denke, hey, doch. Relativ sicher, dass es jetzt durch ist. Ist auch so heiß jetzt. Die Regeln sind dann doch etwas komplizierter als gedacht. Denn erst bei der Siegerehrung wissen wir, dass das Spiel wirklich vorbei ist. Auch wenn die amerikanischen Segler nach Punkten klar gewonnen haben, sind die Sieger der Herzen natürlich die Kanadier. Awesome, awesome. Klingt aber sehr traurig, die Hymne von denen. Softball ist in der Dominikanischen Republik übrigens eine sehr beliebte Sportart. Für uns aber war es nur der Auftakt zu einem wunderschönen Nachmittag. Nach so viel Hochleistungssport hatten wir uns ein spätes Frühstück mit 1 bis 3 isotonischen Getränken redlich verdient. Und Asum hat schon einmal die passenden Socken dabei. Warum auch mühsam an der übervollen Theke ein Bier bestellen, wenn man nur auf die Füße zu deuten braucht? I was there and I think I saw a different outcome. I don't know. What did you guys see? Also, we want to thank all the vendors that are outside. Janet the North. We've got hot dogs. We've got New Amsterdam's over there. We've got the Pizza. Thank you all you guys who came out today. Brought us some great food. Haven't eaten yet. Feel free to go out and get
something to eat. Yana does have some pretty awesome drink specials. It's been bar service only. It'll stay that way, but you can go up to that bar. You can get a classic margarita, a blue margarita, a strawberry margarita, Luperon rum punch. You can get Mary Beth's homemade mango juice. What? And you can make it in any kind of cocktail you want. That stuff is the bomb. So head to the bar, get your drinks, enjoy your day. Have fun, guys. Thanks for coming out. Oh, let's continue this party. Und das lässt sich also natürlich nicht zweimal sagen. Schließlich hat sie auch etwas zu feiern. Den Sieg im Softball-Duell gegen Kanada. Ob das am Ende wirklich reichen sollte, um ein Visum für die USA zu bekommen, wir werden es sehen. Aber erstmal geht es ohnehin nach Europa. Und vielleicht werden wir uns dort ja sehen. Wir würden uns jedenfalls freuen, wenn ihr bei den Vorträgen einmal vorbeischaut.